Ladies and Gentlemen, meine Kollegen und ich begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von dem Spiel Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Es ist kein neues Update erschienen, aber ich dachte mir mal, ich nehme euch bei meiner heutigen Schicht mit. Ich habe mal wieder richtig Bock da drauf. Und ja, mal gucken, was heute passiert, ob was passiert, ob nichts passiert. Ist natürlich schön, wenn man eine ruhige Schicht hat, weil dann kann man sich um die Fahrzeuge kümmern. Naja, ob er vom Teufel spricht, Großcontainerbrand. Ja, ich würde sagen, da fahren wir mit der DLK raus, als Maschinist. Obwohl, ach, Einsatzleitwagen, komm. Nehmen wir den mal. Auf geht's, Leute. Achtung, oh, hallo. Brandschutz. Danke. Oh, was ist denn jetzt los? Einsatz für ELW LF24. So. DLK 2312. Ja, den. DLF 1. Den Einsatz kennen. RTW 1. Erlenweg. Den Einsatz kennen wir schon. Aller. Hey, es gibt's doch nicht. Hier muss man, hier müssen wir rein. Allerdings, wie gesagt, ich hatte Lust und. Einfach mal wieder spielen, testen, ob noch Fehler drin sind. Aber wie gesagt, da bin ich ja eigentlich nicht so kritisch. Da würde ich sagen, geht es los. Ach, erstmal direkt Sirene. Ja, heute fahre ich mit Lenkrad. Ich hatte es nämlich aufgebaut. Da dachte ich, komm, können wir das in Verbindung natürlich mit Notruf 112 auch spielen. Wir müssen mal ganz kurz funken auch noch. Das ist sehr wichtig. Genau. Funken. Moment, ich muss kurz um eine Kurve fahren. So. Das Bullhorn nutzen wir gar nicht mehr, aufgefallen. Wo habe ich das denn? Moment. Habe ich das gar nicht belegt? Aber eigentlich schon. Normalerweise habe ich das belegt. Oh, was ist denn hier los? Habe ich das auch? Habe ich kein Blaulicht mehr an? Warum habe ich kein Blaulicht mehr an? Hallo. Doch, jetzt. Sag mal. Also, nee. Geht doch gar nicht. So. Beim letzten Einsatz, oder nach dem letzten Einsatz, hatten wir so einen kleinen Crash. Aber da waren wir nicht schuld, tatsächlich. Da waren wir nicht schuld. So, einmal links abbiegen. Ja, das ist der Brand hier am, genau, am Güterbahnhof. Das, den kennen wir schon. Aber machen wir nochmal. Bin mir nicht sicher, ob der letzte Mal einwandfrei war, als wir den geplayt haben. Aber, Leute, machen wir jetzt nochmal. Gut. Signalleuchte. Gut, machen wir nochmal. 8. 9. Warnblinker auch noch. So. Ich muss mir erst hier am Lenkrad zurechtfinden auch. So, dann funken wir mal. Am Einsatz wird eingetroffen. Und dann, genau, der RTW fehlt nämlich noch. Da fehlt doch was, meine Güte. Und dann können wir eigentlich starten. Wunderbar. Gucken, was die Kollegen da machen. Wir werden das mal einfach so beobachten heute. Wir beobachten das mal und werden gegebenenfalls einschreiten. Guck mal, die LK, ob das läuft. Das werden wir gleich sehen. Aber das scheint schon mal so zu laufen. Ja, ich, wie gesagt, ich wünsche mir immer noch, dass der Funk jetzt mal ja, so vertont wird. Aber da bisher habe ich da wirklich noch nichts, ja, also gehört doch schon, dass der vertont werden soll, aber ist noch nichts, also ist noch nichts umgesetzt worden. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Das kann natürlich auch sein. Da wollen wir ja nicht so sein, ne? So. Wird das hier nur wett? Oder sollen wir selber? Sollen wir selber? Aber eigentlich wollte ich der KI das hier mal. Naja, warten wir eben. Moment. Wir schauen mal eben. So, machen das selber. Machen das dann selber.
So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sollte eigentlich ganz leicht gelöscht sein. So. Dachte ich zumindest. Sieht immer so aus, als ob wir treffen würden, aber es ist gar nicht mal so leicht. Okay, seht ihr das? Nämlich, ich... Ja, jetzt hat das gelöscht, aber ich eigentlich war ich nicht richtig auf dem Rand her drauf, würde ich sagen. Naja. Naja. Lässt uns runter, Kollege. So. Nee, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich mal machen. Genau. So, dann bringen wir den mal wieder zurück. Es scheint wirklich einmal frei zu sein. Also wirklich, also muss man wirklich sagen, das haben die Jungs schon toll hinbekommen. So. Ja, das haben wir jetzt in knappen 5 Minuten, würde ich jetzt mal sagen, hinbekommen. 6 Minuten, 7 Minuten, so. Ah, da muss man nicht meckern, wirklich. Das ist gut geworden. So. Eigentlich können wir schon mal einsteigen, oder? Dann müssen wir noch die Schachtel zumachen. Genau, hatte ich mir schon gedacht. Zack. Gut. Dann steigen wir schon mal da ein. Und dann könnten wir da mitfahren. Gucken. Schließe Fahrzeug. Ach, das muss ich auch machen. Ach, zu früh gefreut, Leute. Zu früh gefreut. Gut, na? Jetzt aber, jawohl. Läuft doch. Alle rein. Dann können wir jetzt wirklich los. Hoffentlich funktioniert das so. Ja, super. Ah, okay, aber das hat... Ich habe ja eben hinten die Heckwarnleuchte, wie das heißt, angemacht. Das wird vom KI-Verkehr wohl nicht gescheckt irgendwie. Ich wechsle einmal dahin, dass wir das ausmachen. Genau. Ach, oder komplett? Ach, komplett nicht, okay. Blaulicht. Ich gebe einfach mal Gas schon. Ich suche nämlich gerade Heckwarnleuchten. Okay, jetzt müsste es eigentlich passen. Gut. Ich gehe mal wieder in Perspektive. Kann hier am besten fahren. Dann geht's los. Ab nach Hause. Okay, da steht immer noch Roadname. Machen wir mal kurz über Funkstart, klar. Alles bereit über Funk. Wollte ich ja nicht mal vergessen. Läuft eigentlich heute. So. Also ich muss wirklich sagen, mit Lenkrad fährt sich das Ganze schon bedeutend besser als mit Tastatur. Ich habe ja jetzt den Vergleich, weil ich jetzt in den letzten Folgen viel mit Tastatur gefahren bin. Beziehungsweise habe ich mich auch manchmal kutschieren lassen. Aber mit Tastatur ist das schon, mit Lenkrad ist das schon cooler. Muss ich sagen. So, jetzt fehlen mir noch die Spiegel, weil ich so kann nicht, ich muss dann mal so einparken. So. Motor aus, wir steigen aus. Super. Dann kommen die Kollegen gleich auch wieder. Nächstes Thema ist, was ist mit den Abrollcontainern? Wann die zum Einsatz kommen, ich hoffe auch bald mal. Ich hoffe es wirklich. Weil es auch schon echt eine einige Zeit jetzt draußen ist, das Spiel. Okay. Muss vorwärts gehen. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Wobei man natürlich auch sagen kann, ja, warum machen die nicht erst die Abrollcontainer und der Multiplayer, der kann doch erstmal, ja...
hinten dran geschoben werden. Ich weiß nicht, irgendwas wird da schon dran sein. Vielleicht passiert das auch parallel, dass es nicht so viel Arbeit ist. Man weiß es nicht. Ich gehe schon mal hoch, das ist in Ordnung, Jungs. Ich glaube, mal schauen. Wenn wir mal da zwei Folgen raus, ist ja auch kein Problem. Wir haben Zeit. Aber ich dachte, komm, ich habe mal wieder Bock auf eine Schicht. Und, warum nehme ich euch dann? Ich kann euch doch einfach mal mitnehmen. Der Brand ging jetzt eigentlich. Ein Gebäudebrand wäre mal wieder nicht schlecht. Hätte ich auch Bock drauf. Okay, Einsatzbericht. Der Feuerwehr wurde aufsteigender Rauch am örtlichen Güterbahnhof gemeldet. Am Einsatz eingetroffen stand die Ladung des Frachtcontainers eines abgestellten Zuges bereits in Vollbrand. Durch die schnelle Durchführung eines Löschangriffs über den Korb der Drehleiter konnte das Feuer rechtzeitig unter Kontrolle gebracht werden. Das gesamte Gelände sowie die anliegenden Straßen mussten während des gesamten Einsatzes gesperrt werden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Oh, oh, oh. Brandstiftung, Leute. Ganz gefährlich. Gut. Machen wir noch einen? Ja, oder? Wir können ja einen anfangen. Los jetzt hier. Los, los, los. Also ich bin bereit. Bin bereit. So. Es dämmert schon wieder so ein bisschen. 17.13 Uhr. Na, Viertel nach 5 haben wir jetzt. Mal schauen. Können auch ein bisschen. Ah, hier ist auch eine Küche. Können auch ein bisschen trainieren gehen. Fudaka Cool Eis. Jetzt eine Beschäftigung auf der Bar, das wäre echt nicht schlecht. Man muss sich ja nur irgendwo hinsetzen können, beispielsweise. Das wäre schon cool. Meine Schuhe, Leute, wenn ich vorstellen darf. Ist schon ein bisschen abgenutzt. Warum sind diese, okay, weiße? Oh, Heimrauch ausgelöst. Da fahren wir mal mit Tanklöschfahrzeug. Ich will jetzt mal chauffiert werden. Achtung, Brandschutz. Heimrauchmelder ausgelöst. Einsatz für ELW LF24 DLK 2312. Ich kann ja schon mal funken. 1 RTW 1. So, ich muss doch fahren. Okay. Okay. Gut, wir müssen aber ein Licht unbedingt anmachen. Okay. Dann können wir starten. ELW fährt normalerweise vor, oder? Der ist noch nicht weg, meine ich. Nee, der ist noch nicht weg. Können auch erstmal Martinson ausmachen. Ah, das dauert mir so lange. Ey, das brennt doch da. Sag mal, ihr seid doch verrückt. Fahrt doch schon mal los. Dauert mir zu lange. So. Auch da wird Roadname. Ja. Nicht erkannt oder so. Man weiß es nicht. Uah. Man munkelt. Und ich sag, es fährt sich so gut mit Lenkrad, aber tatsächlich besser als mit Tastatur. So, weiter geradeaus. Okay. Doch, das Bullhorn geht. Ah, okay. Ich hätte nur wahrscheinlich eben wieder total viele Tasten gedrückt. Was ist denn jetzt hier los? Wo musst du denn her? Hallo? Entschuldigung? Ich weiß nicht, wo ich her muss. Hä? Ach, das ist so wie ein Kreisverkehr hier. Gott. Hä, nee, oder? Das kann nicht sein. Da passen doch nicht. Was ist das denn? Verstehe ich nicht. Das können die doch nicht mehr. Was ist hier los? Ah, nicht schon wieder. Wäre ich doch mal dem ELW hinterhergefahren. Ich muss mal ganz kurz hier drehen. Es ist ja kompletter Humbug. Was macht er denn jetzt hier? Ich überhole mal kurz da. Hey? Was ist denn da passiert? Ich fahre mal wieder zurück. Mal.
Der hat mich wieder zurück zur alten Stelle geschickt. Deshalb sollte man auf den ELW warten. Okay, links rum. Wollt ihr mich heute... Ja. Wiederholen. Ich will das nochmal machen, damit das klar ist. Das reicht mir jetzt hier. Das kann doch nicht sein. Achtung. Wir machen das nochmal. Heimrauchmelder ausgelöst. Einsatz für ELW LF24. So. Ich wette, wir müssen rechts rum und dann geradeaus durch. Passt auf, so wird's sein. Das kann doch nicht sein, ey. So. Ja, rechts rum nämlich. Er hat mir eben nämlich links rum schon gesagt. Oh, nee, okay, nicht geradeaus. Okay, wir vertrauen jetzt einfach mal. Was schickt er uns denn jetzt her? Ja. Heimrauchmelder, okay. Ich dachte, wir müssen zum Supermarkt. So. Anfahrt zum Einsatzort. Eingetroffen. Das kann doch nicht. Also, das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Hat uns das System wirklich verarscht eben. So. Der Krankenwagen, der kommt immer viel zu spät. Und dann haben wir noch ein Auto mitgenommen. Super, Leute. So muss das sein. So, jetzt aber. Rucki zucki. Was ist hier los? Soll ich reingehen? Achso, ich soll erstmal die Pumpe hier bedienen. Kann man hier die Kamera nicht ändern? Dann wechsle ich mal eben. So. Schauen wir mal eben. Wollen wir nicht erstmal drin gucken? Das dauert alles viel zu lange, Jungs. Wir müssen... Ist schon jemand drin? Ah, war schon jemand drin. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, Leute. Wir fahren wieder ganz gemächlich zurück. Ja, und ich würde sagen, wie es weitergeht, das seht ihr in der neuen Folge. Ich mache jetzt extra weiter die Schicht, ne? Erstmal das ganze Blaulicht hier ausmachen. Das ganze Gebimmel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich mal in aller Gemütlichkeit. Wieder, ne? Wenn ich jetzt die Bahnlecker hier auskriege. Hallo? Oh, da hat's auch gehört. Oh, ich war nicht der Einzige, der hier einen Unfall gebaut hat. Leute, wir sehen uns in der neuen Folge wieder. Ich hoffe, die ist nicht so verhext. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.